Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Einige von euch werden vielleicht wissen, dass ich letzte Woche Donnerstag am 29. Juni Geburtstag hatte. Und da dachte ich mir, ich drehe einfach ein kleines Video ab, wo ich dir so zeige, was ich zum Geburtstag bekommen habe. Es ist jetzt nichts Großartiges, aber das größte Geschenk, was man mir einfach machen kann, ist, an mich zu denken. Und das habt ihr oder das hast du vielleicht auch getan. Du hast mir vielleicht auf irgendeinem Weg zum Geburtstag gratuliert. Und das ist einfach das Größte, was ihr machen könnt. Für mich da zu sein, dass man gegenseitig für sich da ist. Und ja, das ist einfach das größte Geschenk, was man mir machen kann. Aber dennoch zeige ich euch einfach, was ich so zum Geburtstag bekommen habe. Das erste Geschenk seht ihr hinter mir. Das hat meine liebe Nora für mich gemalt. Die ein oder anderen, die schon länger meine Videos schauen oder auch andere Videos von mir gesehen haben, meine Comedy-Videos, die werden Nora kennen. Und sie hat mir auch eine ganz süße Karte geschrieben. Also das fand ich wirklich richtig süß. Da hat sie drei Luftballons gemalt und ich lese dir einfach mal den Text vor. Nämlich sie schreibt, ich lasse für dich drei Luftballons steigen. Den ersten für deine Wünsche, die wahr werden sollen. Den zweiten für deine Sorgen, die sich in Luft auflösen sollen. Den dritten für das Glück, das ich dir wünsche. Und das finde ich einfach so süß. Ich finde den Text richtig süß. Und dann mache ich auch schon mit der nächsten Karte weiter. Eine Bierkarte, die habe ich von meinen Eltern gekriegt. Und die haben mir dann halt auch einfach zum Geburtstag gratuliert. Da haben alle unterschrieben. Ist auch richtig schön. Aber den Inhalt verrate ich nicht. Zwinker, zwinker. Und mein Mann hat mir dieses Videoschnittprogramm geschenkt. Du wirst vielleicht irgendwelche Unterschiede in den letzten Wochen bemerkt haben, weil ich benutze jetzt bestimmt seit 4 Wochen dieses Programm und ich bin richtig zufrieden damit. Also suchst du noch irgendein Schnittprogramm, kann ich dir, glaube ich, das ans Herz legen, weil das ist auch nicht teuer. Das kostet 28 Euro auf Amazon. Ich kann dir das aber auch mal unten in der Infobox verlinken. Und alles, was man sonst irgendwie noch irgendwo kriegt, das verlinke ich dir auch in der Infobox. Dann habe ich von meiner Schwester Marie, die übrigens jetzt am Dienstag, am 4. Juli, also gestern, also ich drehe es jetzt am 5. Juli, das Video. Ich bin leider ein bisschen spät dran. Ich habe es leider aus einigen Gründen nicht geschafft, diesmal ein Video Dienstag hochzuladen. Das tut mir fürchterlich leid, aber das hat mir Marie geschenkt. Das ist halt ein Armband mit Magnetverschluss und ich hoffe, dieses Armband kriege ich wenigstens nicht kaputt. Und ich finde das richtig schön und mir sagen auch alle, das passt zu mir, das Armband. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Geschenk. Und zwar hat mir ihr Sohn dieses Bügelperlenbild oder wie nennt man das? Ja, Bügelperlenbild geschenkt und ja, auch süß. Selbst er hat an mich gedacht und mich beschenkt. Richtig süß. Obwohl der gerade mal 5 Jahre alt ist. Also ist so ein süßer Knirps. Wenn du den kennst, selbst wenn du den nicht kennst, den kann man einfach nur süß finden. Das ist ein richtig süßer. Und dann war ich mit meiner Schwester Sophie im DM und ich durfte mir was für 10 Euro aussuchen. Und da habe ich mir 3 Sachen für ausgesucht. Und zwar zum einen diese Palette, die ist ja aktuell aus der LE von Essence. Kannst du dir gerne mal anschauen. Also ich finde die 3 Farben richtig schön, den Bronzer. Und ich glaube, ja, das kann man eher als Highlighter durchgehen lassen. Und den Rouge finde ich schön. Aber alle 3 sind mit Schimmer, also magst du keinen Schimmer, wirst du es wohl nicht mögen. Dann diesen Blenderpinsel von Evelyn, der ist gut. Ich kann den jetzt leider nur vergleichen mit einem richtig billigen Blenderpinsel, den du aus einigen Videos von mir kennen wirst. Von diesem China-Set oder China-Pinsel-Set, diesem 20-teiligen für 3 Euro oder unter 3 Euro eher gesagt. Dann noch dieses Waschpeeling. Nee, dieses Waschgel, im Moment wird ja eh Aktivkohle sehr gehypt und das für normale und Mischhaut und das vertrage ich ganz so gut. Sophie meint zwar, das brennt ihr auf dem Gesicht, aber bei mir brennt es kaum. Also beim ersten Mal habe ich kein Brennen bemerkt, mittlerweile zwar schon, aber ich lasse das meistens irgendwie noch 10 Minuten drauf, weil ich hoffe, dass es irgendwie mehr bringt. Ich habe hier im Moment Pickel. Ja. Die Probleme hat jeder. Und dann habe ich mir noch im DM nochmal die One Ginger Morning Körpermilch ausgesucht, die ich dir ja schon mal in einem Haul gezeigt habe. Und ja, ich liebe den Geruch immer noch sehr und es tut meine Haut sehr gut. Also es macht meine Haut richtig weich. Ich habe
sonst eigentlich ja Reibeisenhaut. Und jetzt ist meine Haut schön weich, also es fühlt sich besser an. Und das war's auch schon. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen oder niemanden vergessen. Und ich sage einfach auf diesem Weg hier nochmal an alle herzlich Danke, die an mich gratuliert haben, egal auf welchem Wege und egal auf welche Art. Also wirklich Dankeschön, dass ihr alle für mich da seid. Und ich habe es sehr genossen und ich finde es sehr, sehr schön. Und ja, vielleicht werde ich den ein oder anderen Happy Birthday-Kommentar noch hier unter dem Video finden. Und wenn ja, einfach auch an dich dafür. Dankeschön. Danke, dass du mir gratuliert hast und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Das war's halt jetzt schon alles. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns bestimmt in einem meiner nächsten Videos oder in einem meiner älteren Videos. Hier an der Seite verlinke ich dir die beiden letzten Videos, beziehungsweise ich blende sie dir hier ein. Auf dieser Seite hier kannst du mich kostenlos abonnieren und zwar genau hier, wenn du da draufklickst. Dann kannst du mich kostenlos abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann wünsche ich dir eine wunder, 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 wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.